Respekt. Der Teleporter ist direkt da draußen. Aktiviert ihn erst, dann betretet die Plattform. Oh, das heißt, der Typ hat so einen coolen Teleporter. Der betreibt also Forschung, kann man so sagen. So ein Forschungstyp. Nett. Ist gut. Forscher brauchen wir immer. Alle Teleporter funktionieren auf dieselbe Weise. Benutzt sie, um die Ausrüstung zu finden. Ja, wenn ich sie jetzt mal finden würde. Ist sie überhaupt hier? Nee, ich glaube nicht. Dog, ich glaube, wir sind hier... falsch. Oh, das sieht nach einem Hage... Nein. Sieht wahrscheinlich auch... Ja, Tatsache. Zu bisschen weit teleportiert. Wie wär's mit S-Ecke? Seltsam. Oh, shit! Ich nicht dorthin schicken sollen. Wartet, ich rufe euch zurück. Ja, wie wär's mal ein bisschen schnell? Ich... Okay, Gott sei Dank. Ich dachte, der lässt mich jetzt verrecken. Das wär's gewesen. Das macht sich am Netzwerk zu schaffen. Die Telemantie erfordert Feingefühl. Das ist nichts für Amateure. Sehe ich so aus wie ein Amateur, Bro? Sehe ich so aus wie ein Amateur, Bro? Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe eure Position verloren. Kollege, wo bin ich hier gelandet? Es ist instabil. Die Telemantie wird nicht lange halten. Ui, fliegen! Nicht, wann ihr sein sollt. Wenn dieser Effekt abläuft, werdet ihr zurück zum Verkus. Temporelle Dissonanz. Ihr hättet bereits zurückgerufen werden sollen. Was immer ihr gerade getan habt, es hat euch mehr Zeit. Eine seltsame Entdeckung. Aber ihr werdet die Ausrüstung, die wir brauchen, nicht da drin finden. Kann ich da nochmal zurück? Warte mal. Schick mich da nochmal zurück, Kollege. Schick mich da nochmal bitte zurück. Beam mich nochmal rauf, Scotty. Ich glaube, ich habe so ein kleines Geheimnis entdeckt. Hier kann man sich die Zeit nämlich nehmen. Zeit gewinnen. Das ist so eine kleine Art Geschichte, ne? Wir können jetzt die Zeit eben schnell nutzen, die wir haben, um einen Ramob hier zu töten. Das wäre gar nicht mal so dumm. Muss mich natürlich beeilen, weil das ziemlich viel frisst. Hier, da ist es. Ich seh's. Ach, ich kann auch so hochspringen. Geil. Also wir können die Zeit hier nutzen. Die sollten wir auch nutzen, um hier wahrscheinlich so viel wie möglich aufzusammeln. Da geht auch noch was. Warte, ich will eigentlich nur zum Ramob. Deswegen bin ich eigentlich auch wieder zurück nach hierher gegangen. Wo ist er denn? Ich habe nur noch 19 Sekunden. Okay, wieder ein bisschen mehr. 22 Sekunden wird knapp. Ich brauche ein bisschen mehr. Nicht schlecht. Geht das noch ein bisschen weiter? Oh, shit. Okay, okay, ich nehme alles zurück. Das Ramob ist nicht hier. Toll. Oh, jetzt habe ich mich irgendwo ins Nirgendwo begeben. Fuck it, Alter. Da war noch ein Ausgang. Den könnte ich nochmal auschecken. Das sah auch noch nach etwas aus, als wäre da was. Fuck. Komm, spring da noch rein. Drecksack! Aber ich glaube, er hat auch gesagt, da sollen wir nicht hin. Schade. Ich sah aber auf jeden Fall so aus, als könnte man da so gegen einen Ramob kämpfen. Deswegen wollte ich mich da nochmal hinbegeben. Ah, shit. Ich hole mir jetzt diesen Mana-Splitter als Trostpreis. Sobald ich das getan habe, gehe ich mal weiter und suche mal. Vielleicht müssen wir auch dahin. Also ich habe gesehen, da war auch noch so ein komischer Durchgang. Weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie so großartig was... Warte mal, noch ein letzter Try, ganz ehrlich. Noch ein letzter Try. Ich habe irgendwie so das Gefühl, da ist was. Blizzard ist nicht Blizzard, wenn sie nicht einfach ohne Grund... Die packen nicht ohne Grund einfach so eine Kacke rein. Das hat immer irgendwie so einen Hintergrund. Irgendwas kann man da abgewinnen. Und ich werde es holen. Sei es nur ein bisschen Artefaktmacht. I don't give a fuck. Ich will einfach nur wissen, was man hier abstauben kann. Es kann nicht sein, dass hier nichts ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es entzieht sich meines Verstandes. Kann ich vielleicht da unten was holen? Nee, das sieht auch gar nicht so aus. Aber ich möchte gerne den Weg da weitergehen. Da sind wir irgendwie... Ja, genau, den Weg meine ich. Scheiße. Hier läuft wieder das Dings aus. Alles klar. Das sollte uns jetzt genug Zeit verschafft haben, dass ich da durch dieses Tor mindestens durchgehen kann. Halt mal gucken, was da ist. Ah! Gut. Hat noch gerade... Ah! Ah! Da oben! Ich hab's gesehen. Ich glaube, da hat was geleuchtet. Da musste ich nochmal hin, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Komm. 13 Sekunden, das müsste... Fuck it! Ja! Okay,
Okay, sehr gut, sehr gut. Ein paar Sekunden haben wir noch. Shit, Alter. Und der fliegt nicht so, wie ich es... Komm schon! Alter, das ist nicht dein fucking Ernst. Beam mich rauf, Scotty. Beam mich rauf, Scotty. Komm schon, komm. Geh nach oben, Alter. Ist hier was? Oh, hier ist noch nicht mal was. Nein, 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 nein. Fuck! Ja, geil. Nein, nein. Die Satisfaction will ich nicht. Ich gehe da nochmal rein. I don't give a fuck. Das muss jetzt warten. Scheiß auf deinen Kack da, den du suchst. I don't give a fuck. Ich möchte jetzt wissen, was hier ist. Ich gehe mal durch diesen ganzen verfickten Gang durch und schau nach. Wenn da jetzt nichts gewesen ist. Ha! Da lache ich mich schlapp, ey. Sieht aus wie eine Höhle und ein Ausgang, aber... Pff. Geil! Warte, 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 warte. Lager, Lager, Lager. Warte, nein! Wo bin ich denn hier gelandet? Aha! Ah! Ihr seht das nicht, aber ich breakdance gerade, weil ich einfach mal recht hatte. I had fucking right. Vor allen Dingen, das hat sich gelohnt. Ein bisschen Mana-Kristalle, Ressourcen auf jeden Fall und Artefakt macht. Was will man mehr? Guck mal hier, schön Tausi, 550. Perfekt. Ich kann nichts sagen. Ich könnte sagen, es war nicht worth it, weil wir nur 50 Artefakt macht bekommen, aber das für das Mana an sich hat sich das doch definitiv gelohnt. Da kann man echt nicht meckern. Ich wusste das. Sowas Blizzard macht ja nicht keine Späße. Sie machen sowas nicht ohne Grund rein. So, meinetwegen können wir jetzt endlich das machen, wofür wir hergekommen sind. Aber das musste echt gemacht werden. Da stand meine Ehre auf dem Spiel. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Was? Ich kann nicht noch mehr? Habe ich das Limit erreicht? Oh, Tatsache. 300 Mana ist das Limit. Ich dachte, man kann da ein bisschen mehr holen. Aber ist schon mal gut. Dementsprechend können wir das unser Baby Cake mindestens dreimal komplett durchfüttern, ohne dass sie uns da Ex geht. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Oh, ich glaube, das haben wir schon begriffen, Kollege. Spürt die Macht der Schalldurei. Nee, kein Interesse. Ich gehe weiter nach oben. Könntest du noch gerne. Das ist zu weit entfernt. Das nehme ich mit. Die Mana-Brocken. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Ja, ich höre diesen Text leider nicht zum ersten Mal. Aber das war nicht alles. Wir brauchen noch ein verwirrter telematischer Signalgeber. Ah, ich würde jetzt lachen, wenn das da ist, wo ich herkam. Oh meine, dann habe ich ein bisschen Kacke gebaut. Aber macht nichts. Macht nichts. Hm. Im Warp-Labor war es, dann gehen wir mal in den Brunnen. Ist da vielleicht was? Nee? Garten, von da kamen wir, Terminallabor, S-Ecke waren wir nicht. Vielleicht das hier. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht verdammt gut aus. Wir haben ja schon... Ja, wenn man alle Möglichkeiten schon probiert hat, dann bleiben nicht mehr viele Optionen übrig. Wir gehen mal nach oben, gucken uns da erstmal. Müsste da noch irgendwas zu looten? Eine Kiste oder so? Darüber würde ich mich freuen. Nein? Okay. So, und die bringen wir ein. Bringt sie zu mir in die Werkstatt. Sobald ich hier mit dem hier abgerechnet habe, gerne. Nichts lieber als das. Oh, die ist einfach aufgewacht. Ich kann mich aus der Affäre ziehen, werde ich auch machen. Ich muss nur zum Dings kommen, nur zum Dings kommen. Ich hab Zeit. See ya, Motherfuckers. Ah, da staunen die. Da haben sie nicht schlecht gestaunt, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich Garten bringt uns wieder zurück. Bibliothek, davon kamen wir. Warblerbo kamen wir. Brunnen. Ja, wie komme ich denn wieder zurück? Das ist mal die Frage, die man sich stellen müsste. Durch die Bibliothek können wir gehen. Können wir Sachen verbinden? Tats! Oh! Nein, können wir nicht. Schade. Garten, S-Ecke. Wir teleportieren uns einfach erstmal zur S-Ecke, dann werden wir sowieso von ihm zurück teleportiert. Das passt schon so. Also ich hoffe, er teleportiert mich wieder, aber ich wollte gerade sagen, nicht, dass er mich jetzt einfach so verrecken lässt.
Scheiße. Mann. Dann machen wir es halt so, warten ab, bis das Ding hier abläuft und dann holen wir uns das. So als Abschied vom Gebiet. Ich könnte mich ja so lange mal umgucken, ob es vielleicht noch irgendwas gibt, aber ich glaube nicht. Haben uns gut geschlagen, was das angeht. Danke. Wo soll es denn hingehen? Schließ die Abriegelungssequenz in Oculus Testkammer ab. Geht voran. Ich bin direkt hinter euch. Na, Moment, Moment, Moment. Nicht ohne Artefakt macht. Ah! Oh, wo zur Hölle sind wir? Da, meine alte Zuflucht. Ah, ich würde gerade sagen, wo sind wir denn hier gelandet? Seltsam, die Verteidigung ist inaktiv. Ja, wahrscheinlich ist hier jemand eingedrungen, Kollege. So geil war dein Zuhause dann doch nicht. Hier, ja, Tatsache, die Kollegen haben sich hier schon eingenistet und fühlen sich pudelwohl. Wie ist das möglich? Gleich drei Stück auf einmal. Was für eine Ehre. Mit so einem Empfang. So würde ich gerne auch zu Hause empfangen wollen würden. Aber cool, cool. Also man merkt, Blizzard, wenn man jetzt so ein allgemeines Fazit zieht über die Quest, die sie da machen, finde ich cool. Auf jeden Fall nochmal noch eine große Schippe an Kreativität draufgelegt. Die Schule greift auf alte Leylinien zu. Schaltet sie auf volle Kraft. Gut. Wenn wir genug Spulen überladen, setzen wir das ganze System außer Gefecht. Mhm. In der Kammer da unten gibt es noch mehr Spulen und noch mehr Eindringlinge. Du hast es erfasst. Twin, ich hätte eigentlich euer unverwechselbar einfältiges Herumfuschen an meinem Netzwerk erkennen müssen. Sieh an, sieh an. Ihr scheint mir ziemlich ausgemergelt zu sein, verehrter Lehrer. Esst ihr auch genug? Ah! Diesen Nutz, da hat sie dir eine gegeben, Kumpel. Ihr solltet stolz sein. Euer Werk wird uns dabei helfen, jeden Winkel unserer uralten Länder zurückzuerobern. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er... Ich kümmere mich um Twin, ihr um die Spule. Wir sind auserwählt zu herrschen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Eure Zeit ist abgelaufen, als ihr euch in diese beschissene Kuppel da zurückgezogen habt. Ihr hättet da drinnen bleiben sollen, Mädchen. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Da hättet ihr drinnen bleiben sollen. Es wäre vielleicht auch besser für euch gewesen. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier erstmal die Spulen aktivieren. So freiwillig möchte man sie uns ja doch nicht rausgeben. Ja, mit Widerstand. Und mich fertig machen wollen sie... Die Schallungszeit ist noch nicht noch mehr auserwählt. Ich hab schon... Diese auserwählten Geschwatz geht mir langsam auf den Keks hier. Es gibt einfach zu viele, die diesen Kack schon abgezogen haben mit auserwählter bla 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 hier. Kollege, geh einfach drauf. Wer nicht fühlen will, muss einfach sterben. Das ist mein Motto. Gut, danach sind wir da durch. Ich würde dann sagen, egal wie es jetzt hier weitergeht, wir gehen dann die Quest ab bei unserer Kollegin, gucken mal, wie ihr Zustand ist und dann gehen wir zurück nach Dalaran und geben mal unseren Quest ab. Schauen dann, wie es in der nächsten Folge damit weitergeht. Ob wir irgendwie in der neuen Dungeon müssen, vielleicht in ein Gebiet, um da was zu erledigen. Mal schauen. Wir passen uns da ganz gerne an. Jetzt stirbt mir jetzt hier nicht weg. Ich habe euch übertroffen. Verreckt mir jetzt nicht. Den Raum so, um euren Körper zu krümmen. Aber was, wenn der Raum bereits instabil ist?